Schaut mal, das war mal Ronaldo. Doch jetzt kennt man ihn so. Jeder von uns hat mal so ausgesehen, aber wie wird aus einem Spermium ein Kind? Das erfahrt ihr in diesem Video. Alles fängt mit der Ejakulation an, auch anders gesagt mit dem Orgasmus des Mannes. Wenn er eine Ejakulation hat, spritzt er seine Spermien in die Vagina der Frau. Dort wandern die Spermien in den Muttermund und von dort aus in den Gebärmutterhals weiter in die Gebärmutter und schließlich in den Eileitern. Dieses Ei wird im besten Fall befruchtet, indem ein Spermium sich durch die zwei Schichten des Eisen durchkämpft. Wenn sich das Ei eingenistet hat, ergänzen sich jeweils 23 Chromosomen des Mannes mit den 23 Chromosomen der Frau. In den Chromosomen befinden sich die DNA der Mutter und des Vaters. Wenn sie sich zusammentun, entsteht eine neue DNA, die DNA des Kindes. Das Ei, welches nur eine einzige Zelle besitzt, beginnt sich in den ersten 30 Stunden zu verdoppeln, danach alle 20 Stunden. Das macht es so lange, bis eine Kugel aus ganz vielen Zellen entstanden ist. Das Ei wandert hinunter in die Gebärmutter, wo sich das Ei in der Schleimhaut einnistet. Von Woche zu Woche verändert sich die Eizelle zu einem kleinen Embryo. Ab dem zweiten Monat, vierte bis sechste Woche, schlägt sein bereits entwickeltes Herz und die Organe bilden sich aus. Ende des zweiten Monats entwickelt das Embryo Arm- und Beinknospen. Man erkennt auch schon, wo die Augen, die Nase, der Hals und die Ohren sind. Im dritten Monat, siebte bis zwölfte Woche, sind alle Organe da und werden weiterentwickelt. Das Kreislaufsystem entwickelt sich und Hände sowie Füße werden jetzt richtig sichtbar. Ende dieses Monats sind Entwicklungen fürs Erste abgeschlossen und man spricht jetzt von einem Fötus anstatt eines Embryos. Im vierten Monat, 13. bis 16. Woche, entwickelt der Fötus nichts weiter, sondern bildet Reflexe wie Greifen, Strecken und Saugen aus. Neben diesen Reflexen macht es auch Grimassen und lutscht zum ersten Mal an seinem Daumen. Ende des vierten Monats wiegt es um die 100 Gramm und ist etwa 10 bis 12 cm groß. Im fünften Monat bekommt es dünne Haare auf dem Kopf und bildet Finger sowie Fußnägel. Die Frau spürt zum ersten Mal die Bewegungen des Kindes. In den restlichen 5 Monaten wächst der Fötus immer mehr. Alle Einzelheiten kommen zum Vorschein. Er kann Stimmen von draußen hören und die Mutter spürt die vielen Tritte des Fötus. Nach 9 Monaten Schwangerschaft kommt der Fötus als Baby auf die Welt. Das ist die Entwicklung vom Spermium zum Baby. Danke fürs Zuhören.